Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Lugners im Doppelpack. Richard und Christina über ihr gemeinsames Leben nach der Ehe. Ja, am Schluss von Fellner live wird's lustig, aber auch romantisch. Denn wir haben das Doppelpack hier. Und zwar, wenn ich richtig informiert bin, erstmals seit langer, langer Zeit. Baumeister Lugner immer wieder bei uns zu Gast. Ja. Auch mit gewissen Seelen und Sexualstrips. Welches Tierchen gerade das Pläsierchen ist. Und dann haben wir also auch noch die Mausi hier. Ja, und hallo. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist es ja zum ersten Mal, dass ihr zwei nach langer, langer Zeit wieder gemeinsam im Studio seid. Das wird auch eine gemeinsame Zukunft sein, denn ihr werdet auch gemeinsam wieder bei Lugner auf ATV sein. Ich bin sozusagen der Allererste, wo ihr gemeinsam auftritt. Genau so ist es. ATV gibt es ja. Und das finde ich ja wunderschön. Das finde ich ja wunderschön, denn wir alle versuchen ja, den Richard zu verkuppeln. Ja, ja, meine Zeitung ist ja besonders aktiv in dieser Richtung und wir hoffen ja alle, dass er jetzt endlich die Richtige findet. Und just in dieser Situation, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt die Mausi daher. Ja, so ist es. Naja, die Mausi ist fix vergeben, ja, im Prinzip, ja, muss man schon sagen. Ja. Aber ich für das Casting, bei dem Casting bin ich gern dabei, da helfend einzugreifen. Ja. Wir machen ein Casting mit UE24, mit der Tageszeitung Österreich auch. Und wir machen das Casting selbstverständlich in der Lugner City. Was cast man? Naja, deine zukünftige Ex-Frau. Zukünftige Frau. Ja, da muss ja erst eine Kandidatin gefunden werden. Man muss einmal sagen, der Richard war ja mal sehr glücklich verheiratet mit der Mausi. Lang, 17 Jahre. 17 Jahre. Eine wunderschöne Tochter ist dieser Beziehung entsprossen und eigentlich war alles bestens. Und dann hat er sich scheiden lassen. Warum? Da hat sie einen Rabalan kennengelernt. Mit dem hat sie ein Buch geschrieben und war jeden Abend bei ihm. Und ich bin einmal mit meiner Tochter hingefahren. Prompt kommt sie aus der Gassen raus um 10 Uhr auf die Nacht. Und auch in der Tageszeitung heute, ich weiß, das ist nicht Ihre Lieblingszeitung, war ein großes Bild, wie sie dort... Also aus Eifersucht hat sich der Richard scheiden lassen. Wer geglaubt hat, keine Zeit mehr für mich gehabt. Nur der Rabala war alles. Nein, das war ihr Leben. Der Richard hat sich scheiden lassen, wer der Meinung war, die Mausi hat einen neuen Mann. Nein. Die Scheidung habe ich eingereicht. Ja. Und warum ich die Scheidung eingereicht habe, hat ganz klar den Grund gehabt, weil wir hatten hier einen Altersunterschied von fast 34 Jahren. Das war ihm aber immer noch zu wenig, weil er immer versucht hat, noch etwas Jüngeres an Land zu ziehen. Ja. Und niemals, ja. Also ich wage es wirklich, ich wage zu behaupten, wir wären immer noch verheiratet. Hätte Richard, Mama da nicht geben, nein, ist Richard, richtig. Bitte hör auf, da hat es gar nichts gegeben. Nein, ich wage zu behaupten, dass wenn der Richard wirklich in der Ehe auch treu gewesen wäre und nicht noch Jüngere an Land gezogen hätte, dann wären wir sicher noch zusammen. Ich bin ziemlich sicher. Jeder von euch zwei war der Meinung, dass der andere untreu ist. Ja, er war der Meinung, du bist mit Rabaler untreu. Du warst der Meinung, er war mit gewissen jüngeren Tierchen. Das ist eine Geschichte, die nicht wirklich stattgefunden hat. Sie hat das ausgegraben, das stimmt. Die habe ich auch zwei, dreimal getroffen, aber das war's. Ja. Aber also es war ein gegenseitiger Untreue-Verdacht vorhanden und deshalb habt ihr euch scheiden lassen. War das ein Fehler? Na schau, die Scheidung habe ich dann eingereicht und also unmittelbar danach habe ich mir schon, gedacht, okay, jetzt habe ich das gemacht und was kommt jetzt? Ja, dann denkst du schon nach, ja. Aber ich habe auch sehr wohl gesehen, dass es so auch nicht mehr weitergegangen wäre. Aber wie auch immer, schau, du, das Leben oder das Universum oder was auch immer, der liebe Gott, keine Ahnung, irgendwer hält. Der ist ja ein Halbgott im Vergleich zu mir. Also. War es ein Fehler, sich von der Mausi scheiden zu lassen? Ich bin einer, der mit allen meinen Ex-Frauen nach wie vor in guter freundschaftlicher Beziehung ist. Aber ich sage jetzt nicht, es war gut oder schlecht. Es ist abgeschlossen und darüber diskutieren wir nicht mehr. Aber es sind Unterschiede zwischen Ex-Frauen und Ex-Frauen, weil die jüngste Ex-Frau ist Ihnen ja nicht wirklich ans Herz gewachsen, die Kathi.
Und die erste, allererste der Ex-Frauen ist ja doch eine eher lockere Beziehung. Aber zur Mausi haben Sie ja noch immer intensiven Kontakt, wie wir sehen. Ihr sitzt ja gemeinsam da. Ja, schauen Sie, es, ja. Ich also ja, es gibt ja nur die erste Frau und die Mausi. Mit beiden war ich 17 Jahre verheiratet. Und dann mit einer dritten Frau auch noch verheiratet, naja, mit einer gewissen Tati. Also erste und zwei, mit beiden hatte ich Kinder und die Beziehungen gab es 17 Jahre jede. Und die erste habe ich jahrelang vorher gekannt, das war eine Jugendfreundin. Und die zweite hat sich der OPEC-Generalsekretär, ein Schwarzer aus Kenia, nicht politisch, sondern von der Hautfarbe, in den hat sie sich verliebt und der hat jeden Tag so große Rosenstreiße geschickt ins Büro. Und was da sind Sie auf Sie aufmerksam geworden? Na, und dann hat er mit mir gesprochen, hat gesagt, I don't touch your wife, aber können Sie mir sie für 6 Wochen borgen, möchte ich mit ihr eine Weltreise machen, weil es so gut in Geografie ist. Sag ich, jederzeit können Sie eine Weltreise machen, weil sie muss er sich scheiden lassen. Verstehe, und so kam es dann? Dann kam es so. Ja. Und die dritte ist bei einer Operation gestorben. Und das tut Ihnen leid? Dass Sie sich von der Mausi haben scheiden lassen? Nein, das ist Vergangenheit und das tue ich nicht beurteilen. Genau. Ende. Aber ihr zwei wir haben eine gemeinsame Tochter und das verbindet uns. Ja. Aber das Schöne ist, ihr zwei seid eigentlich nach wie vor sehr gut befreundet. Ja, oder wieder sehr gut befreundet. Wieder sehr gut befreundet. Ich habe mit allen Frauen aus meiner Vergangenheit, wenn man mit jemandem 17 Jahre beisammen war, dann tut man nachher nicht schimpfen über den. Das tut aber man die nicht. Jüngste, da ist es ein bisschen anders, ne? Schauen Sie, die hat mir vorgehalten, dass ich einmal mit einer Frau telefoniert habe. Und die, sag ich hätte sie gern näher kennengelernt. Sagt sie, mach mal. Sag ich, du, ich komme nicht in Frage, ich bin verheiratet. Sagt sie, auf einen Kaffee. Sag ich, auch das nicht, ich bin verheiratet. Das hat sie ungefähr ein Jahr lang jede Woche zweimal vorgehalten. Und dann kommt sie als OE24-Reporterin und sagt, gehen wir tanzen am Opernball. Na, das ist ja ein Stilbruch, was sie da gemacht hat. Verstehe. Und wie sieht es die Mausi? Naja, wie sieht die Mausi also die Entwicklung des Richard seit der Scheidung? Die Entwicklung. Also im Prinzip, du hast dich auch weiterentwickelt, wir haben uns alle weiterentwickelt. Die Freundschaft hat sich auch wieder entwickelt bei uns. Ich finde ganz einfach, ich schaue ganz gern zurück, wir haben eine sehr schöne gemeinsame Vergangenheit. Wir haben die Lugner City gemeinsam groß gemacht. Wir haben damals gesagt, wir machen alles, was medial sich bietet, damit die Lugner City davon profitiert. Und daraus haben sich auch die Lugners ergeben. Also das war ja auch etwas. Das hat der Daraus hat sich der Lugner Overdrive ergeben. Ja, absolut, Overdrive. Seither ist Lugner ja in allen Medien und nicht mehr zu schlagen als Brand. Ne? Ja, ich muss sagen, es gibt im ORF, der Brabitz liebt mich nicht, aber die Sendung mit der Vera Rußwurm, die gab es 2 Jahre dort bei zu Hause, ein Gespräch, war die beste Sendung von der Vera Rußwurm und von der Barbara Stöckl. Das gab es 4 oder 5 Jahre, die Sendung, und war auch die besten Quoten hatte ich. Und Seitenblicke sind Sie noch immer das Darstellende. Nein, da bin ich. Nein. Aber wollen wir zurückkommen zu eurer neuen Art der, sagen wir, platonischen Beziehung. Na, ja? Platon, weiß ich nicht, was platonisch genau ist. Aber ist mehr als platonisch. Ich bin ein bisschen ein einfach gestrickter Mensch. Was so also, hohe Dinge, also, Wissenschaft, verstehe. Was ist platonisch, verstehe. Da kenne ich mich nicht aus. Da kennen Sie sich nicht aus. Aber von Seiten der Mausi ist es eine neue platonische Freundschaft mit dem Richard. Nein, also die gut ist. Ja, die gut ist. Nein, die absolut gut ist. Und wir stehen immer gerne mit Rat und Tat, die Familie und mit Rat und Tat zur Verfügung. Und eigentlich tut Ihnen der Richard ein bisschen leid, dass er keine wirklich gute Frau derzeit. Also ich würde alles, wie gesagt, wenn das Casting durchlaufen ist. Irgendwann über den Weg laufen, hoffe ich. Ja, aber es darf halt kein Goldtiger sein. Ja? Also es muss halt wirklich eine sein, die auch familienkompatibel ist, mit welcher man auch Familienfeiern durchziehen kann und halt jetzt Frau verurteilen, die es noch gar nicht gibt. Naja, wir kennen ja deine Auslese. Ja? Deswegen muss man ja da schon ein bisschen. Wir sind alle viel zu jung, die ich derzeit kenne. Aber
der Richard aufpassen. Ist ja relativ dramatisch auf Brautschau derzeit, nicht? Naja, er will ja unbedingt der Frau rum, aber... Naja, nein, ich gehe ständig mit Frauen aus. Ja. Und wenn man mit einer Frau ausgeht, kann man keine andere kennenlernen. Das ist das Problem. Ist das wir sind alleine was auf Fisch gehen. Das wäre doch gut. Das weiß eh jeder, dass Sie auf Aufriss sind. Das wäre doch naja, das Sache. Wissen Sie erst, wann ja. morgen die Sendung ausgestrahlt wird. Wie steht denn die Mausi zur Bambi? Ich möchte bitte keinen Kommentar dazu. Nein, weil mit der geht der Richard ja derzeit vor allem aus. Ja, er kann ja ausgehen mit wem auch immer. Wie steht die? Ist das die richtige Frau nein, für ihn? Nein, das möchte ich nicht einmal kommentieren, danke. Also ist nein, nicht nein, die richtige nein, Frau für das ihn, möchte ich das jetzt nicht kommentieren. Sie kommentiert ja? alle Frauen, also die ich kennenlerne, die will es nicht. Nein, also, aber die, also die Bambi Beispiel, ist falsch einmal. Nein, die Andrea wäre zum Beispiel eine kompatible Person. Die ist eine tolle Frau, unbestritten, aber die haltet meinen Lebensstil nicht aus. Genau, das ist diejenige vom Badesee, ja, genau. Die mit dir dann am Abend nicht ausgeht. Ja, aber vielleicht solltest du auch. Ich war mit dir, die ersten zwei Monate waren wir jede Woche, also die zweite Monat in der Edenbar. Und sie hat mir gesagt, bitte, ich war nachher zwei Tage handlungsunfähig und ich gehe mit dir nicht mehr in die Edenbar. Fürchterlich. Ja, er hat eine Energie. Also, Mausi, braucht der Richard eine Frau? Jawohl, Richard braucht unbedingt eine Frau. Der Richard braucht eine Frau. Ja, und bitte zu Hause, ja. Wollen Sie sich bewerben, bitte schreiben Sie einfach auf U24. Und warum braucht der Richard eine Frau? Warum? Naja, damit er auch natürlich ausgeglichener ist und damit halt nicht permanent eine neue Partnerin, neue potenzielle Partnerin leidet an seiner Seite ist. Leidet er derzeit daran, dass er keine Frau hat und dass er seit der Kathi keine richtige mehr gegeben hat? Nein, er leidet gar nicht drunter. Also er ist ja ein lustiger Kampel, da kann man wirklich nichts sagen. Also er ist wirklich ein sehr lustiger Kampel, der immer ganz gern unterwegs ist. Aber er braucht natürlich eine Partnerin an seiner Seite, die es auch gut mit ihm meint, die wirklich immer an seiner Seite ist, die auf seine Gesundheit schaut und darauf achtet, dass er auch nicht zu viel unternimmt. Weil das kann schon ein bisschen sagt zu viel sein. Sagt sie das richtig sein. Oder sagt sie das falsch? Naja, sie, schon. Schauen Sie, sie ist die, die mir vorschreibt, welche Frau. Ja. Sie so wie ein Ortsrezept. Das hat man gerne als Mann, oder? Ja. Gut, also naja, sie schreibt so ein Rezept. Sie schreibt ein Frauenrezept. Sie ja? schreibt mir das vor. Was soll ich machen? Sie schreibt mir Frauen vor und und wenn ich dann eine habe, sage ich, ja, die will ich nicht. Aber melden Sie derzeit Frauen bei Ihnen? Gibt es da genug Auswahl oder ist es eher das Problem, dass Sie zu wenig melden? Nichts, es melden sich schon welche. Also die mir schreiben, habe ich auch kennengelernt in aller Heimlichkeit und war mit ihnen essen und habe ihnen Wien gezeigt, waren Deutsche. Aber es war nicht so wirklich was dabei. Ja. Oder auch was aus Österreich. Sie denn gern? Was täten Sie sich denn wünschen? Sie sollte, was die Bude, die gerade das Buch wieder über mich schreibt. Da kommt schon wieder ein Buch. Nein, das ist ja 11 Jahre neue alt. Buch. Neues Buch. Ein neues von Buch. Von Andrea Bude über Sie. Jawohl, super. Aber das wird das alte Buch auch eingebaut, super. Weil die Jugend kann man nicht verändern. Naja, wunderbar. Die Frauen haben sich bei mir im Leben verändert. Und was sagt die Frau Bruder? Ich sage, mindestens soll jetzt 40 sein, sagt sie. 40, das ist ja doppelt so alt wie sie. Ich bin doppelt so alt, sagt sie, es ist zu jung, 40. Aber ich momentan habe... Aber älter als 40 halten Sie nicht aus, oder? Nein, momentan habe ich... Drei 31-Jährige und eine 32-Jährige, die... Zur Auswahl, ja. Und die sind aber nichts. Ich würde das nicht sagen, aber... Na, ich verstehe nicht, wann die Bambi da und auf ihrer Seite ist. Ja, die ist 37. Na, warum nehmen sie die nicht? Wenn sie da und da ist. Hübsch, ja, großer Busen. Ja, ordentlich operiert. Ich glaube... Die Bambi, glaube ich, will das auch gar nicht. Die will das gar nicht. Die kennt aber trotzdem dauernd aus mit ihr. Ich war ja mit ihr auf Urlaub heuer zu Weihnachten und die hat an den Vater ihrer Kinder und die Kinder lieben den Vater und nicht den Lugner. Na, ist das pervers? Dass ich da mit dem ausgeht, der aber nicht rum will? Er wird schon jemanden finden, also wir werden auf jeden Fall daran arbeiten, aber... Wir arbeiten daran. Ja? Das war ja, schau, wie ich damals gekommen bin, ja? Anfang der 90er, ich meine, das ist ja wirklich schon eine wahnsinnig lange Zeit. Und ich da so quasi hineingestolpert bin eigentlich, in das Gesellschaftsleben eigentlich. Ja. Es war schon eine aufregende Geschichte, muss ich sagen, weil es war ja doch, das Leben hat sich komplett verändert, es war eine komplett aufregende Geschichte. Job habe ich gekündigt dann, weil es war ja alles nicht kompatibel.
du musst einmal dieses Leben an seiner Seite mal bestehen. Das ist ja nicht... Marketingchefin der Lugner City dann geworden, wie wir wissen. Das war dann danach, und genau. Jetzt kümmert sich die Mausi wieder ein bisschen um den Richard. Ja, natürlich. Ja, um seine Gesundheit. Es geht ja darum. Und entschuldigen, wenn jetzt die Frage stellen, wenn der Abend schon so romantisch ist und die Frühlingsgefühle beginnen wieder. Ja. Und alle lieben sich wieder auf dieser Welt. Warum kennt ihr zwar nicht wieder miteinander? Warum ist es nicht möglich, wieder... Sie hat einen Freund und ich habe keine Freundin. Nach unserer Scheidung habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt und wir leben zusammen und es ist eine wunderschöne Partnerschaft. Wunderschön. Nämlich eine andere Qualität von Partnerschaft, ganz anders. Wir halten ja auch unser Privatleben wirklich privat. Ja. Was ja bei uns nicht der Fall war. Und hätten wir das auch so gehandhabt, bin ich überzeugt davon, und nicht immer gedreht, weißt du, an den Wochenenden, in den Urlauben und so weiter, wenn wir wirklich mehr Privatzeit füreinander gehabt hätten, dann hätte das auch weiterhin funktioniert. Es hätte, da bin ich überzeugt davon, dass es doch funktioniert hätte. Doch. Und jetzt ist nicht mehr möglich. Nein, wir haben uns ganz anders entwickelt. Wir haben jeder ein eigenes Leben inzwischen. Wenn er eine Frau braucht, ich meine, die Mausi wäre doch ideal. Ich meine, eine bessere Frau als die Mausi, gibt es was? Wie gesagt, ich tue das nicht beurteilen. Frauen sind nicht zu beurteilen. Wer war denn die beste Frau in Ihrem Hasenstall? War das die Mausi oder war das die Spatzi oder war das die Katze? Ich Frauen oder? Nicht klassifizieren, ja, eins, zwei, drei. Macht, ja, alle waren nette Frauen und es gibt kein negatives Wort über die Frauen in meinem Leben. Außer über die letzte. Na, da hat es schon ein paar negative Worte gegeben. Ich bin auch zu ihr nicht. Da gibt es auch ein paar negative Worte von der Mausi über die letzte Frau, über die Katze, die Spatzi. Ich möchte dazu eigentlich grundsätzlich nichts sagen, weil das geht mir ja gar nichts an. Es gibt einfach gewisse... Sie haben gewisse Unterschiede und da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Aber Sie haben gewarnt vor dieser Beziehung. Ja, natürlich. Weil, ich meine, erst einmal so schnell heiratet man auch nicht. Er hat nicht auf Sie gehört. Er hat nicht auf mich gehört. Ja, und dann saß er in dem Dilemma. Die will halt immer in die Medien sein. Aber lebt in Deutschland, aber ist in den österreichischen Medien, weiß das von weil mir geerbt hat. Ja, wunderbar. Das ist ja ein Brand, wie wir wissen. Das ist ein Brand. Ja. Auch die Mausi heißt ja noch Lugner. Ja, natürlich. Warum heißt die Mausi noch Lugner? Ich heiße ja mittlerweile schon länger Lugner, als ich Heidinger hieß. Ja, weil das ist erst seit Kurzem. Naja, vor einem Jahr war es noch länger Heidinger. Naja, aber seit Kurzem bin ich jetzt schon länger Lugner. Nein, ich meine, der Name Lugner ist ein Markenname an sich. Ja. Und in Deutschland kennt man mich als Mausi Lugner und hundertprozentig nicht als Christina Heidinger. Und das taugt Ihnen? Naja, natürlich. Nein, es ist ein Markenname. Ja. Und warum soll ich auf meinen Markennamen verzichten? Na, und vor allem, dann würde die Tochter anders heißen wie die Mutter. Ja, das geht gar nicht. Also das stört den Herrn Lugner auch nicht, dass sie Lugner heißen. Naja, sie hat eigentlich gesagt, sie will nicht Lugner heißen, aber... Sie haben jetzt natürlich schon eine relativ lange Spur von die vielen Frau Lugners, weil Kathi ist ja auch noch immer Kathi Lugner, wo sie gleich gesagt hat, sie nennt sich auch Schmitz. Die haben den Namen Lugner, die eine ist gestorben und die andere hat den Namen geändert. Na und lieber Herr Lugner, damit wir jetzt also frisch und fröhlich und romantisch zu Bett gehen, alle miteinander. Also, Gehen Sie mit Ihren Nachbarn ins Bett. Herr Lugner, ist jetzt eine Frau dringend notwendig für Sie? Brauchen Sie das? Wollen Sie das? Ich würde schon sagen, dass ich irgendwann mit einer Frau zusammenleben will. Das ist gar keine Frage. Ja. Aber wie gesagt... Also das ist wichtig. Das ist Ihre Priorität Nummer eins, ist eine neue Frau. Ich weiß nicht, ob Sie leben Sie auch mit einer Frau zusammen, nehme ich an. Im Prinzip ja. Er hat ja den Nachbarn, den Stumpf, der hat in Kitzbühel und in Wien immer im Nebenhaus. Da gibt's sind irgendwie... nur zwei Häuser dazwischen, Sie wissen das. Aber sehr nahe. Weil sehr nahe sind Sie mir ja auch. Naja, ich bin ja ein bisschen weiter weg. Sind auch drei, vier Häuser dazwischen. Naja, zwischen uns. Ich habe fast die Angst, dass ich homosexuell werden werde. Gefahr, weil ich Ihnen so nahe bin, in der Himmelstraße. Nein, ich glaube, zwischen uns besteht da keine Gefahr. Das ist auch ein Spaß, weil ich weiß, dass Sie schöne Frauen mehr lieben wie Männer. Da sitzen die größten Womanizers aus Österreich.
Also das ist leicht übertrieben, aber für einen Richard Lugner geht es auf jeden Fall. Also lieber Richard Lugner, Priorität Nummer 1 ist eine neue Frau, richtig? Ja, es muss nicht erzwungen werden. Aber es soll jetzt passieren, in diesem Frühjahr. Es wird einmal passieren, aber solange ich alle mit anderen unterwegs bin. Wir halten die Daumen. Mausi, wie muss die Frau ausschauen? Naja, sie muss vor allem familienkompatibel sein. Die Familie muss auch mit ihr können. Sie muss Mausi-kompatibel sein. Naja, nein. Also schon mit Familie meine ich jetzt schon Familie und unsere Tochter. Die Tochter ist schon sehr, sehr und wichtig. Die Mausi und so. Man heiratet den ganzen Clan. Nein, man heiratet natürlich den Clan. Man heiratet auch die Mausi mit. Da hat sich die Kathi ja immer aufgeregt, dass sie die Mausi mitgeheiratet hat. Ja, aber das ist natürlich so, dass wenn man Ex-Partner hat, die im Also sie muss familienkompatibel sein, sie muss sehr hübsch sein. Sie sollte auch in der Firma integrierbar sein. Ja, sie muss hübsch sein, sehr hübsch. Ja, sowieso, ja. Sie muss nicht mehr 20 sein, sondern jetzt geht auch 40, habe ich gehört. Aber würde bei 40, eher meinen. Aber bei 40 ist dann Schluss schön langsam. Ja, momentan gibt es zu viel, wie Ihre Zeitung schreibt, junges Gemüse. So viel junges Gemüse. Also gewünscht ist einmal eine reife Frau zwischen 40 und 50. Habe ich es richtig verstanden? So würde ich es sehen. Das wäre die Richard Lugner Idealfrau. Und auch die von der Mausi. Ja, natürlich. Ja? Ich meine, wie gesagt, wenn Andrea halt ein bisschen sich deinen Lebensstil anpassen könnte, wäre sie die Idealbesetzung für deine Partnerin. Die ist eine absolut nette Frau. Aber Warum? Der Frühling sprießt. Nein, sie schafft es nicht mit dann mir. Dann gehen halt sie einmal ein bisschen weniger aus. Wir waren vorige Woche in Afrika. Wir gehen eh miteinander aus. Ich war zum Bogusch gemeinsam. Ja, auch, aber sie ist nachher zwei Tage, also beim Bogusch sind wir schon. Und wie ist das? Um 5 Uhr haben wir schon Schluss gemacht. Wenn Sie schon mich fragen, ob ich homosexuell bin, dann darf ich ja Sie fragen, haben Sie eigentlich mit allen drei Frauen gleichzeitig Sex? Bambi, Andrea und der dritte? Ja, mit gar niemand habe ich Sex. Mit niemand haben Sie Sex? Nein, das sind Partner, das mit denen wir in die Lugners drehen. Naja, das. Die würden sich gegenseitig umbringen. Sie haben zwar drei Frauen, aber sie leben ohne Sex derzeit, Herr Lugner. Genau. Das ist eine Katastrophe, oder? Ja, also deswegen starten wir jetzt gerade diesen Aufruf hier. Vielleicht erbarmt sich ja doch noch jemand. Gut, also wir brauchen schon jemanden, mit dem Sie auch Sex haben können. Ja, wäre kein Föller. Ja, sie sind nach wie vor voll in Schuss? Ja, es gibt ja alle möglichen Mittel, wenn es nicht funktioniert. Und die liegen im Nachtkastel, Viagra? Nein, das ist nicht so. Es geht ja so auch, aber... Sie arbeiten mit Viagra? Nein, da gibt es was Besseres. Noch was Arzt, lieber. Noch der sagt, das ist besser. Verstehe. Aber Sie sind voll schussfähig, sozusagen. Ja. Aber die Schüsse sind halt nicht so wie von einem 20-Jährigen, würde ich sagen. Oder aber wenn Sie entsprechend gedopt sind, könnte das rüberkommen. Nein. Also... Herr Lugner ist voll schussfähig, hätte gerne eine 40-jährige Frau, die familienkompatibel ist, in die Firma integrierbar ist, gescheit ist, aber auch guten Sex bietet. Und auch schön soll sie auch noch sein. Und schön ist. Sie muss was aushalten können. Was muss sie? Nein, sie muss was aushalten können. Naja, Aber über Ö24 ist alles möglich. Genau. Sie muss einen Zeitplan Schritt halten können. Ja, zwei Einladungen am Abend oder vielleicht auch noch mehr, je nachdem, was du ihm gerade am Plan stehen hast. Und sie muss natürlich auch, und das ist natürlich jetzt eure Schiene, sie muss natürlich auch von den Medien was einstecken können. Also das ist ja auch nicht so einfach, nicht, dass man damit umgehen kann, wenn man jetzt vollkommen neu in so eine Beziehung reinstolpert, weil mir ist ja damals auch so gegangen. Aber der Vorschlag von der Mausi ist, machen wir ein Casting für den natürlich, Richard, suchen wir ein neues Mausi. Ja, aber klar. Ein neues Mausi. Weil es soll ja wirklich die Qualität der Mausi haben. Mausi kann sie nicht heißen, das ist ihr, das ist schon vergeben. Das steht unter Naturschutz, der Name Mausi. Wir sind uns einig, also zumindest das ist meine Meinung und damit möchte ich diesen wunderschönen Abend beenden. Die Mausi war das Beste, was sie je hatten. Und noch einmal sowas und sie wären glücklich, oder? Sowas neu. Darüber äußere ich mich nicht. Gut, das war also unser Abendbetthupferl, wenn ich das so sagen darf, liebe Damen und Herren. Ein wunderschöner Abendtalk mit Lugner und Lugner. Mausi Lugner, Richard Lugner. Mausi Lugner hilft bei der Suche einer Frau für den Richard Lugner. Und der Richard Lugner hätte gern, dass ich die möglichst noch heute, spätestens aber in den nächsten Tagen bei ihm meldet. Richtig? Naja, das ist mal in den nächsten Tagen, aber wenig Zeit. Also dann wünsche ich alles Gute bei der Suche nach dem neuen Mausilein oder nach dem neuen Lugner-Betthupferl. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich eine gute Nacht mit den Lugners an meiner Seite. Träumen Sie gut.
träumen Sie möglichst viel von dem Sex, den der Richard Lugner derzeit nicht hat. Ich weiß nicht, in diesem Sinn, die Frauen sollen nicht vom Sex träumen. Bis morgen. Wiedersehen. Gut.